Jo, liebe Freunde, willkommen ja von der Gamescom zu der nächsten Folge Community Games. Ja, endlich, es ist Samstag, es ist rappelvoll und wir haben uns mal gedacht, wenn ich jetzt, wann dann? Makatz ist bei mir, hallo? Richtig, es ist brechend voll und es ist warm und ich bin am Schwitzen, ich weiß nicht, ob es wegen der Hitze oder wegen den ganzen Mädels hier ist. Okay, also wir haben auf jeden Fall drei nette Spiele vorbereitet, oder sagen wir mal eher, der Nick hat drei nette Spiele vorbereitet. Die wir nicht wissen vorher. Das stimmt. Und ich würde sagen, sag mal jetzt einfach, was wir machen müssen. Was sollen wir tun für dich, Meister? Ja, also ich hoffe, man kann mich hier hören durch das Kackmikro. Wenn wir dich nicht hören, ja, wenn man den Nick nicht hört, dann machen wir komische, lustige chinesische Untertitel. Gar kein Problem. Sag genau. Einfach. Für unsere chinesischen Zuschauer. Also wir machen hier eine fixe Community Games Folge heute. Die erste Challenge wird sein... Hier ist euer Arbeitsgerät. Ein Edding. Kann ja nur Gutes verheißen. Und zwar wird die Aufgabe sein, findet so schnell wie möglich Leute, denen ihr irgendwo auf den Körper einen Penis malen könnt. Ich wusste es. Ihr habt zwei Minuten Zeit. Nein, stopp. Zählt er nicht? Darf ich nicht? Er zählt nicht. Jeder von euch hat zwei Minuten Zeit. Ja. Abwechselnd. Ja. Und wer die meisten Penisse gemalt hat, hat gewonnen. Ich würde mal sagen, ich muss dir sowieso noch danken. Dankeschön, Schatzi. Du hast letztes Mal schön für mich gewonnen. Ich würde sagen, dann darfst du jetzt den Anfang machen. Ja, jetzt werden Pimmel gemalt. Dieser Tisch hier. Wie zu Hause. Im Endeffekt unterscheidet er sich nicht von den Community Games bei uns im Studio. Eben, das ist wie zu Hause. Sollen wir loslegen? Ja, let's go, komm. Let's go. Die Zeit beginnt jetzt. Wollen wir Pimmel verteilen? Der hatte schon gehört von Weitem. So. Das ist der erste Punkt für mich. Hallo, darf man dir irgendwohin einen Penis malen? Auch wenn er nur ganz klein ist. Einen ganz kleinen Penis malen, auch wenn er nur ganz klein ist. Oh, das ist herrlich. Du verhilfst mir gerade zu punkten. Du lachst da hinten, ich krieg dich noch. Hallo. Entschuldigung, wir machen gerade eine kleine Challenge für YouTube. Dürfen wir dir einen Penis auf den Arm malen? Nur ganz klein. Darf er nicht? BatTV, aber ich habe nur zwei Minuten Zeit. Ich kann gerade nicht. Wie viel habe ich noch? Wir machen gerade eine Challenge für BatTV. Kann man euch einen kleinen Penis irgendwo hin einfach nur malen? Nur ganz, ganz klein? Oh, das ist super nett. Ein kleines Penis, mehr größer wird er nicht. Hi Jungs, wir machen gerade eine Challenge für YouTube. Ich habe noch ein paar Sekunden, darf man dir einen Penis auf den Arm malen, nur ganz klein. Eins. Schluss. Der zählt. Dankeschön. Junge, ich habe so viel Pimmel verteilt. Unglaublich. Irgendwie sowas. Ja, neun. Wir gehen jetzt von neun aus, ich bin dran. Gib mir bitte mein Werkzeug. So. Okay, Nick. Und es geht los. Dann mal schnell, komm. Entschuldigung. Ich habe eine Frage. Darf ich jemandem von euch einen Penis auf den Arm malen? Das ist eine Challenge. Irgendeinem. Ja, ich muss... Oh, geil. Oh, der sieht aber ein bisschen... Der ist ein bisschen klein. Aber so passt. Ja. Danke, super. Bitteschön. Nicht waschen, ne? Darf ich dir einen Pimmel auf den Arm malen? Du hast nicht schon einen drauf gemacht. Nee, ich war das nicht. Nicht? Das war mein Kollege. Aber ich brauche auch einen Punkt. Wer von euch hat Bock, sich einen richtig schönen Penis auf den Arm malen zu lassen? Korrekt. Der sieht zwar jetzt nicht so schön aus, aber Hauptsache er erfüllt seinen Zweck, wohl. Alles klar, danke. Ciao. Die Musik sagt alles, ich glaube, ich habe verloren. Weiter, du hast noch ich habe noch eine halbe Minute, habe ich. Ach du Scheiße, hier. Komm, wir fangen hier. Hör mal, darf ich dir einen Penis auf den Arm malen? Nein, das bin ich nicht.
can I draw a penis on your arm? Yes. Yeah. Oh, thank you. It's for a challenge. For my win, you know? Thank you. Thank you. Oh, das habe ich auch gestern gekauft. Geil. 5 Sekunden noch. Noch 5 Sekunden? Irgendwer. Hier. Entschuldigung, darf ich einen von euch einen Penis auf den Arm malen? Ich habe eine Challenge. Kein Deutsch? Stopp. Schade. Oh nein. Oh, okay, thank you. Thank you. Okay. Wie viel hast du? 4 oder 5? Ach, ich glaube 5. Der englische C2. Scheiße, ich habe verloren. Fuck. Aber es war ja erst das erste Spiel. Ich habe ja noch 2 vor mir. Ich hoffe, die werde ich jetzt noch irgendwie reißen, liebe Freunde. Ich habe gerade mal 5. Die Runde geht an dich. Ja, so siehst du auch aus. So, erste Challenge habe ich ja wohl grandios gemeistert. Ja, mein Glückwunsch. Bin ich ein richtiger Pimmelberger. Du bist ein richtiger Pimmelberger. Ja, aber hier sind ja viele Pimmelberger. Also es ist unglaublich groß hier. Ne? Also zumindest sind es jetzt 13 neue. Definitiv. Wie dem auch sei, ja, Gamescom riesig groß. Wir haben uns schon 2 Tage herumgetrieben. War mega geil. Was hat dir bis jetzt am besten gefallen? Das Essen. Nein, ja, alles. Hier ist alles geil. Ne? Das ist immer die schönste Zeit im Jahr mit Gleichgesinnten. Das oder ist Weihnachten. Wie ihr es gerade seht, hier mit zigtausend Gleichgesinnten. Die Stimmung ist auf jeden Fall ausgelassen. Schillig. Und bis jetzt kann man über nichts klagen, außer die Wartezeit. Wie immer. Ja. Oh, baby, a triple! Oh, yeah! Ich bin aber erstmal jetzt gespannt auf die zweite Challenge, denn das ist ja eigentlich das, wofür wir wirklich hier sind. Okay, also wir gehen weiter zur zweiten Challenge. Und die zweite Challenge ist ein Quiz. Wie immer. Wenn einem nichts einfällt, dann machen wir einen Quiz. Ist einfach so. Okay, Nick, dann hau mal raus, ey. Viele Leute sind ja hier hingekommen mit Tageskarten, manchmal auch für mehrere Tage. Die sind aber alle ausverkauft. Es gibt nur noch Nachmittagstickets. Ja? Und jetzt ist die erste Frage, wie teuer ist so ein Nachmittagsticket? Boah, das weiß ich nicht. Müssen wir jetzt raten. Ihr müsst raten, wer näher dran ist. Ich sage jetzt 70 Euro. 8 Euro. Die richtige Antwort ist, du sagst 70. Würde ich jetzt sagen? 8 Euro. Oh nein. Das ist 8 Euro. Wusste ich. Wir wurden nämlich vorhin schon angesprochen, wo wir geparkt haben. Ja. Ich bin zurück, weil ich mein Portemonnaie vergessen habe. Und die haben gefragt, wie viel Nachmittagsticket, ob schon noch Nachmittagstickets da sind. Und haben mir gesagt, die kosten nur 8 Euro. Okay. Da wollen wir mal. Ja, okay, dann habe ich wahrscheinlich gerade den Schwarzmarktpreis gesagt oder so, weil... Da treibst du dich öfter rum, ne, im Deep Web. Auf Festivals musst du natürlich auch immer ein bisschen mehr bezahlen, wenn du, ne, ich bin jetzt davon ausgegangen, ne, weil Festival-Nachmittagskarten kosten natürlich auch sehr viel. Bla, bla. 70 Euro für so einen scheiß Nachmittag, Alter, weißt du? Ja, es gibt immer sozusagen bei der Gamescom ein Partnerland. Welches Partnerland ist es denn dieses Jahr? Ein Partnerland? Weißt du das? Ich weiß es nämlich nicht. Habt ihr keine Ahnung? Nee. Aber ich bin noch am Überlegen. Mir liegt irgendwas auf der Zunge, was... Ich sag Japan. Sag irgendein Land. Sag ein Land. Was für ein Land soll ich nehmen? Mir fällt nichts ein. Sag Japan. Ich hab keine Ahnung. Soll ich jetzt... Amerika? Das ist ja kein Land, das ist ja ein Kontinent. Kontinent, ne, aber könnte ich mir. Ich sag Japan einfach, scheiß drauf. Ich hab doch Japan. Achso. Dann sag ich China. Nee, China sind nicht so mit Gaming. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich sag Slowakei jetzt einfach. Slowakei. Und? Okay, Slowakei, du sagst Japan und richtig ist Großbritannien. Wer? Haben die denn mit der. Oh, ich hab das letztens. Oh, das hängt doch hier irgendwo. Echt? Das hab ich. Oh. Die Messe in Köln ist ja einer der größten überhaupt. Ja. Alle 11 Hallen sind dieses Jahr auch wieder aufgefüllt. Ja. Wie viel Quadratmeter sind das denn insgesamt eigentlich? Wer näher dran ist? Ich sag 750.000 Quadratmeter. Ich lege 100 drauf, ich sage 850.000 Quadratmeter. 850.000 und 750.000? Du bist bestimmt wieder näher dran. Ich bin immer zu groß.
Ja, ihr seid beide viel zu groß, aber Buddy's näher dran. Es sind 284.000 Quadratmeter. Das ist ja lächerlich, das ist ja gerade mal meine Mietwohnung in L.A. Morgen am Sonntag. Ja, es ist Samstag übrigens. Es ist Samstag. Morgen am Sonntag. Wie ist da eigentlich die Öffnungszeit? Von wann bis wann? Wir zeigen unter, mit den Fingern. Egal, nee, wir machen das nicht so. Wir sagen einfach gleichzeitig. Okay, ja. 3, 2, 1, von 9 Uhr. Bis 6. 8 Uhr bis? Bis? 6 Uhr. 9 Uhr bis 6 Uhr? 8 Uhr bis 6 Uhr. Ja. 9 Uhr bis 6 Uhr ist richtig. Scheiße! Okay. Wie viel steht's? Es steht 2-1, es sind noch zwei Fragen offen. Okay. Noch kannst du gewinnen. Dieses Jahr werden ja 350.000 Leute erwartet. Wie ich schon gesagt habe. Als Richtzahl. Gibt das einen extra Punkt? Nein. Nein, schade. Wie viele waren denn eigentlich letztes Jahr da? 316.000 Menschen. 325.000 Menschen. 316.325? Ja. Es waren knapp über 335.000 Menschen. Scheiße, ich bin näher. Kacke, ist sauber. Es sind ja sehr, sehr viele Aussteller, auch international bekannte. Eine Überraschung bietet dieses Jahr das Spieleunternehmen Sega. Denn diese haben dieses Jahr keinen eigenen Stand. Wann hatten sie das letzte Mal auf der Gamescom keinen eigenen Stand? Welches Jahr? 2008. Keine Ahnung, 2008 sage ich. Was sagst du? Ich sag jetzt einfach mal 2012. 2012 hatte Sega das letzte Mal keinen Stand und du sagst 2008. Ja, ich sag 2008. Das letzte Mal, dass Sega keinen eigenen Stand hatte, war 1995. Ich bin näher dran. Ja. Ich bin näher dran. Scheiße, hätte er auch gewonnen. Scheiße. Ja. Ja gut. Wir haben ja auf jeden Fall 2-0 schon, aber 2-0. Du kannst einen Ehrenpunkt machen quasi. Genau. Den Ehrenpunkt. Ehrenbehafter. Ich will auch gar nicht so lange mit euch schnacken. Ja. Das nächste Spiel, da müssen wir uns mal aufmachen, denn es geht um Cosplay und einen Ball. Korrekt. Bälle. Ihr wisst schon, was ich meine. Let's go. Liebe Freunde, wir sind jetzt in Halle 5 und zwar im... Was machst du? Ich fahr an. Liebe Freunde, wir sind jetzt im Cosplay Village Halle 5 und kommen jetzt zu unserer dritten Challenge. Viele coole Kostüme sind auf jeden Fall hier am Start und was sagst du dazu? Ich finde das alles hier gut. Ich bin dafür. Ja? Okay, liebe Freunde, also wir kommen zur dritten und letzten Challenge. Ich habe ja schon gesagt, es handelt sich um Cosplay und um Bälle. Korrekt, Bälle. Und zwar müsst ihr euch ein Team zusammensuchen. Drei Cosplayer jedermann. Und die Aufgabe wird sein, dass ihr der Korb seid und euer Team muss die Punkte werfen. Womit werfen? Mit dem Ball, den euch jetzt unsere liebe Mishugi bringt. Wow. Hallo, unsere danke. Wunderschöne Assistentin. Ja, okay. Also drei Cosplayer suchen. Du nimmst die heißen, ich nehme die guten. Ich fange an, ja, weil ich habe gerade so viel verloren. Und ich fange jetzt einfach mal an. So, ich suche mir jetzt auf jeden Fall mal drei richtig, richtig schöne Cosplayer aus. Und da habe ich auch schon einen. Na, kommt mal mit. Hallo? 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 Hast du Lust, mit mir ein Spiel mitzuspielen? Ich verstehe dich nicht. Verstehst du nicht? Er versteht mich nicht. Ich denke, wir sollten mal lieber nach deutschen Leuten Ausschau halten. Komm, wir suchen weiter. Ich möchte irgendein richtig cooles Kostüm. Und ich hoffe, dass der Ben sich Leute aussucht, die sich nicht so gut bewegen können. Entschuldigung, hast du Lust in meinem Team ein Spiel mitzuspielen? Was? Pass auf, das ist so. Wir machen ein Spiel gegeneinander und zwar bin ich und mein Kompagnon hinten ein menschlicher Korb. Und ich muss mir jetzt drei Cosplayer suchen, die für mich quasi werfen und Punkte machen. Ja. Hast du Lust? Ja. Super, dann hätte ich schon mal einen. Okay, ich hab, da sehe ich noch welche, vielleicht haben die noch Lust. Hi. Habt ihr Lust, ein Spiel mitzumachen? Ich nehme euch einfach beide mit, dann habe ich schon mein Team voll. Okay, ich habe mein Team fertig. Einmal Link. Und aus welchem Spiel seid ihr? Borderlands.
Borderlands, habe ich erkannt. Und du auch, ne? Richtig. Okay, Borderlands ist ein geiles Spiel, Zelda sowieso, mein Team ist komplett. Jetzt hast du schon drei. So, jetzt suche ich mir mal drei, selbstverständlich. Nur die Besten der Besten. Nur die Besten der Besten, aber die sehen alle nicht so gut aus. So, da, ich habe schon eine Idee. Luigi, du, hör mal. Wir machen gerade so eine kleine Challenge. Ich muss mir drei Cosplayer suchen, die mit mir ein bisschen Bälle werfen. Hast du Bock? Am besten. Deswegen können wir Bälle werfen. Korrekt, Bälle. Am besten noch mit deinem Brüderchen. Willst du Bälle? Wir machen gerade so eine kleine Challenge. Mein Kollege hat ein Team aus drei Cosplayern. Ich brauche wen, der gut werfen kann. It's me, Mario. Perfekt. Einen brauchen wir noch. Timo. Ah, du bist gerade am Telefonieren. Ja, dann störe ich dich jetzt. Wir machen gerade so eine kleine Challenge. Mein Kollege hat sich drei Cosplayer schon geangelt. Du wärst die dritte. Wir machen so ein Wurfspiel. Und ich bin natürlich auf euch angewiesen. Würdest du mitmachen? Muss ich werfen oder musst du werfen? Du musst werfen und ich muss eigentlich versuchen, so ein bisschen zu fangen oder eher den Korb zu halten. Okay. Dankeschön. Okay, dann habe ich das Dreierteam voll. Klasse. Dann geht's los. Auf in die Schlacht. Ja, ich fange mal an. Also wir haben uns jetzt Dreierteams gesucht. Meins natürlich hochqualitativ. Mit Bekloppten auf der anderen Seite. Aber mein Team besteht aus Luigi und Mario. Ja, und Lulu mit Skin aus League of Legends. Ja, das kann ja nur was werden. Deine Prognose fürs Spiel, gewinnen wir? Was? Was? Ja, wir gewinnen. Gar kein Problem. Was hast du denn da so rangekarrt? Liebe Freunde, mein Team besteht einmal aus dem unglaublichen Link. Ja, das musste sein. Und zwei nette Mädchen aus dem Spiel Borderlands. Das wird mein Sieg auf jeden Fall. Wir können starten von mir aus. Dann legen wir mal mit Runde 1 jetzt los. Erster Wurf. Oh, die Dame konzentriert sich. Wir sehen das richtig. Und Wurf und... Oh, schön. Ein wirklicher Kunstwurf, den wir da gehabt haben. Ja. Nummer 2 legt direkt nach. Ganz locker, als wäre es Routine. Jeden Tag gemacht. Gar kein Problem. Gar kein Problem. Link jetzt am Start. Link am Start. Und knapp daneben. Oh! So, okay, jetzt ist der Buddy dran. So, das war schon mal ein richtig schöner Fehlschlag. Oh, da war ja schon wieder der zweite daneben. Oh Mann. Da sieht man's. Die Italiener machen alles daneben. Oh! Ein Punkt, sauber. Ich hab gewonnen, wir haben gewonnen. Sauber, sauber, geil. Geil! Ich danke euch vielmals. So, das war's von der dritten Challenge. Ich danke euch allen auf jeden Fall. Dankeschön. Eure Kostüme sind alle der Hammer. Und ich wünsche euch noch viel, viel Spaß. Super, dankeschön. Tschö. Danke, ciao. So, das war's. So, drittes Spiel ist zu Ende. Hast deinen Ehrenpunkt gemacht. Aber Nick, natürlich der Offizielle, verkündet jetzt mal das Ergebnis. Jawohl. Also, die heutige Community Games Ausgabe auf der Gamescom geht am Ende 2-1 für Buddy aus. Danke, danke, danke. Ja, was sagst du dazu? Tja, das ist natürlich wieder Käse. Ich meine, jetzt sind wir ja wieder, sind wir jetzt im Gleichstand? Ich weiß gar nicht. Ja, jetzt, nee, also diese Season bin ich vor dir, definitiv. Du bist noch vor mir, ne? Noch bin ich vor dir, aber ja. Das Jahr ist noch nicht um, liebe Freunde. Wir arbeiten dran. Nächste Woche geht's auf jeden Fall... Hoffentlich wieder hoffentlich an die nächste Runde. Diesmal dabei ist eine Sexpuppe, ein echter Feuerlöscher und eine Schreckschusswaffe. Müsst ihr einschalten. Und vielleicht Äxte. Wir versuchen Äxte einzubauen. Was ist denn mit der Bombe? Ja, das ist geheim bis dato. Es muss ja auch Überraschungseffekt sein. Ja, okay, gut. Alles klar. Okay. Ja, gut, ich habe den Ehrenpunkt gemacht. Ich bin zufrieden. Wenigstens ein, besser als kein. Okay. Mit diesem Spruch beenden wir das. Tschüss. Wir sehen uns. Tschö. Danke für dein Pokémon.